Servus, Glück auf und herzlich willkommen zum weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, diesmal zum Spiel daheim gegen den BVB. 4:2. Ich denke am Ende des Abends ein verdienter Sieg. Ich denke gerade in der zweiten Halbzeit haben wir eine taktische, sehr gute Leistung gesehen. Ja. Vielleicht erstmal zur ersten Halbzeit. Die ersten 20 Minuten ja, waren wir nicht wirklich existent, was einfach darauf zurückzuführen ist, ja, durch die beiden frühen Tore. Ja, das beeinflusst natürlich so ein Spiel, ja. Das erste Tor geht ganz klar auf Boatengs Kappe. Auch vorher schon eine Aktion vom Alaba. Du musst beim Haaland halt einfach in den Zweikampf gehen. Das ist dasselbe wie beim Levi, den kannst du nicht irgendwie mal 2 Meter Luft lassen. Ja, dann schweißt der das Ding halt rein. Das hat man beim Levi auch gesehen beim 3-2, beziehungsweise beim 4-2 war es, nicht das 3-2, darfst denen einfach keinen Platz geben. Ja? Der Haaland ist halt einfach eine Maschine. Da gibt es gar nichts dran zu meckern. Ja, das zweite Tor geht ganz klar auf Südes Kappe, meiner Meinung nach. Klar, auch wieder ein bisschen Boateng beteiligt, aber ich meine, der Sané läuft schon mit nach hinten wie ein Berserker, geht noch in den Zweikampf rein. Ja, und der Süle bleibt dann stehen und geht nicht mit dem Mann mit. Ja, weiß nicht, ob man hier unbedingt einen Vorwurf machen kann. Er ist halt mehr ein Innenverteidiger wie ein Rechtsverteidiger, aber hätte man besser machen können. Boateng dann in der Mitte, ja, würde ich gar nicht so einen großen Vorwurf machen, ja. Aber klar war da auch noch eine Teilschuld bei. War ansonsten nicht Boatengs Arm. Boateng war, ja, danach war er dann besser, ja, dann ist er auch direkt da in den Mann gegangen, in die Zweikämpfe rein, was der Alaba gar nicht irgendwie geschafft hat. Das muss man auch mal ganz klar sagen. So, ersten 20 Minuten waren die Dortmunder echt gut. Natürlich bedingt durch das Tor in der zweiten Minute, das zweite in der 9. Minute, keine Frage. Dann haben die Dortmunder sich zurückgezogen, beziehungsweise sind wir halt besser ins Spiel gekommen. Und dann war es nur eine Frage der Zeit. Ja, Dortmund stand nur noch hinten drinne. Wir haben das Spiel gemacht, immer mehr, jede Minute, wo das Spiel länger ging, haben wir die Dortmunder weiter, die kamen ja gar nicht mehr aus der eigenen, aus der eigenen Hälfte raus und dann, ja, dann über kurz oder lang, sind wir ehrlich, machen wir dann die Tore auch, ja, dafür haben wir einfach eine zu starke Offensive. Dass der Schiri den Elfer nicht gepfiffen hat, war ein absoluter Witz, ja, er stand 2 Meter daneben, glotzte genau dahin, ein Unding, ja, ist auch ein Unding, dass er dann noch zum Monitor gehen soll und das sich angucken soll und das entscheiden soll. Also klarer geht's ja nicht. Er hat den Ball nicht gespielt und hat einen Coman am Fuß getroffen. Ist fertig, Elfer. So, dann muss der Videoschiri sagen, jo, ist Elfer. Und ich, geh mal dahin, guck dir das mal an. Was meinst du denn dazu? Was soll so eine Scheiße, Alter? Wofür ist der scheiß Videoschiri da? Ansonsten war der Schiri für mich auch wieder keine gute Leistung. Also, weiß ich auch nicht. Die Schiris, I don't know. War für mich keine gute Leistung. Hat jetzt keine Mannschaft bevorzugt. Das gar nicht immer, aber allgemein. Also wie er manche Fouls bewertet hat, da waren manche Fouls bei. Junge, Junge. Keine Ahnung. Also sehr schwierig. Ja, zweite Halbzeit dann. Ja, zweite Halbzeit, denke ich, haben wir die Dortmunder einfach vernascht. Ja. Die Dortmunder haben die Anweisung gehabt, ja, wir pressen mal die Bayern. Wir setzen die Bayern mal unter Druck. Das haben sie gut gemacht, ja. Aber ohne wirklich eine Torschance zu kreieren, ne? Also, wir waren darauf eingestellt, wir haben die Dortmunder 30 Minuten machen lassen. Und dann hat man gesehen, dass die letzte Viertelstunde, die letzten 10 Minuten waren die Dortmunder einfach platt, ja. Dann war es wieder wie in der ersten Halbzeit, wir haben das Heft in die Hand genommen und Dortmund stand nur noch in der eigenen Hälfte und dann war es zwangsläufig, dass das 3-2 noch fällt. Klar war es da ein bisschen glücklich, dass der Ball dann so in die Mitte abgewehrt wurde. Aber den musste er natürlich auch erstmal so machen, wie der Goretzka ihn gemacht hat. Aber, ja, wie ich schon sagte, man hatte nie das Gefühl, dass die Dortmunder durch ihr Pressing, was sie gespielt haben oder versucht haben zu spielen, dass sie da irgendwelche Torschancen kreieren. Das war nicht der Fall. Erst recht nicht, nachdem der Haaland ausgewechselt werden musste, geschont oder was weiß ich. Ja. Deswegen sagte ich ja, für mich eine taktische Meisterleistung, möchte ich nicht sagen, aber eine sehr gute taktische Leistung. Weil wir sind nicht fickrig geworden, ja, auch erste Halbzeit dann nicht. Wir sind ruhig geblieben nach dem 0-2. Und zweite Halbzeit sind wir auch 30 Minuten lang ruhig geblieben, haben die Dortmunder machen lassen, haben sie rennen lassen wie die Bekloppten. Haben versucht rauszuspielen. Klar haben wir in der Zeit keine Torschancen kreiert.
Ja, wir haben versucht, ein bisschen nach vorne zu spielen, haben ein bisschen Entlastung gehabt, haben die Dortmunder aber einfach laufen lassen. Ja, die sind wirklich gerannt wie die Bekloppten. Und ja, das Ergebnis haben wir dann in den letzten 10 Minuten gesehen. Gut, das ist so meine Einschätzung. Ich würde sagen, wir gucken mal einen Blick in die Statistiken. Ich habe auch noch nicht reingeguckt. Ja, 4-2 war. Ballbesitz 65 zu 34. Ja, das sagt schon einiges aus. Und das, obwohl die Dortmunder so teilweise ja schon mal so eine kleine Zeit hatten, wo sie ein bisschen den Ball hatten. Fouls 8-13, Zweikämpfe 50-50, 49,4. Ich kann nochmal aktualisieren, nicht, dass sich wieder was ändert hier noch. Wer weiß. Nein. Schüsse insgesamt 27-4. Schüsse aufs Tor 9-3. Ja. Wie gesagt, die Dortmunder hatten diese zwei Torschüsse und danach gab es keine Torchance mehr für Dortmund. Ne? Noch dieser eine Larifari-Schuss da, und das war's. Wie man sieht, auch insgesamt Schüsse waren nur vier. Ja? Also ich habe in der zweiten Halbzeit, ich überlege gerade. Ja gut, das eine Ding von dem, ich weiß nicht, wer hieß, der eingewechselt wurde, der Stürmer, wo der Neuer ein bisschen weit vom Tor war. Das zählt wahrscheinlich als Schuss. Ja? Deswegen stehen hier 4 zu 3. Ja, Flanken 19-2. Gewonnene Zweikämpfe, Süle 8, Coman 8, Boateng 5. Ballkontakte, Kimmich 124, Alaba 110, 102 Davies. Schüsse insgesamt 9 Levi, 3 Süle, 3 Goretzka. Torschussvorlagen, Müller 4, Goretzka 4, Sané 3. Einfach mal so viel zur Statistik. Ich sage, die Statistik, ja, malt ein klares Bild eigentlich. Ja. Obwohl man sagen muss, keine Ahnung, hätten die Dortmunder das durchgehalten, die komplette zweite Halbzeit, oder hätten irgendwie einen Lucky Konter gesetzt, weil wir waren zum Ende hin wirklich, wirklich offen. Also da stand ja auf einmal der Davies als letzter Mann die ganze Zeit. Das habe ich nicht wirklich verstanden. Ich habe auch Alaba seine Spielweise mal wieder nicht verstanden, auch schon in der ersten Halbzeit nicht. Aber zweite Halbzeit war es noch extremer. Dass er dann irgendwie versucht hat, da im Mittelfeld rumzurennen und links außen rumzurennen und keine Ahnung. Ja, ich meine, ich denke, das Spiel war ein bisschen Werbung für den deutschen Fußball. Ja, wurde ja in vielen Ländern übertragen. Ich denke gerade die erste Halbzeit, aber auch die zweite Halbzeit. Taktisch gesehen, denke ich, war es ganz in der ersten Halbzeit, du musst ja nicht über Taktik reden. Da gab es nicht so viel Taktik. Ne? Muss man auch mal klar sagen. Zumindest nicht von unserer Seite. Warum die Dortmunder aufgehört haben nach dem 2-0, weiß ich nicht. Sind sie selber schuld. Klar sind wir stärker geworden, keine Frage. Aber Dortmund hat einfach auch komplett aufgehört, nach vorne zu spielen. Die standen nur noch hinten drinnen. Also nur noch. Ja, wir haben gar keine Entlastung mehr hingekriegt. Klar war es dann Glück, dass wir den Elfer noch gekriegt haben. Aber es war auch ein klarer Elfer. Aber dass wir mit einem 2-2 in die Pause gehen, ist natürlich besser wie mit einem 1-2 hinten. Und von daher. Viel zu meckern habe ich nicht heute. Ja. Müller war nicht wirklich gut. Bei dem habe ich mich aufgeregt, dass er nicht viel eher ausgewechselt wurde. Hat fast jeden Ball verloren in der zweiten Halbzeit. War auch nicht läuferisch präsent, war nicht in den Zweikämpfen präsent. War schon bei der letzten Einwechslung so. Ja, klar hat er das Tor vorbereitet. Klar, so seine Anwesenheit auf dem Platz mag ein bisschen was auslösen. Aber die Leistung heute war schlecht. Ja, war wirklich schlecht. Der Müller war schlecht. Müller war der abgefallen ist. Sané war mega stark. Ist nach vorne, nach hinten gerannt, sind die Zweikämpfe genommen. Ich erinnere mich vor dem 3-2 mit dem Schahn, wo der Schahn sich auf den Boden da schmeißt und da rumlamentiert. Alto Belli, der Sané ist gefühlt halb so die halbe Körpermasse vom Schahn und ist zwei Köpfe kleiner, Alter. Also, wenn er da nicht Arm und Arm, ja, muss man sich einfach nicht immer fallen lassen, ne? Haben wir ja auch schon gehabt, so eine Szene, wo wir ein Tor kassiert haben mit dem Boateng vor ein paar Spielen, also. Da gibt es nämlich auch nichts dran zu mosern, da muss ich keinen aufregen. Aber gut, gehen wir es einmal durch, würde ich sagen. Neuer, ja, Neuer war souverän. An den Dingern konnte er nicht wirklich was halten. Ansonsten, gerade zweite Halbzeit, hat er ruhig die Bälle hinten verteilt, ist für mich eine klare 2. Süle, ja, Süle würde ich heute eine 3- geben, allein wegen dem Gegentor. Sonst hat er es gut gemacht, ja, zweite Halbzeit. Klar, dass er gegen Dortmund da nicht die Flankenläufe macht, aber trotzdem ja 3-4 Mal vor und er hat auch ein paar Übersteiger und Haken gemacht. So, wie sieht es ein bisschen komisch aus, wenn er das macht, aber hat er gut gemacht. Aber das zweite Tor hat er für mich ganz klar verschuldet und von daher ist da nicht mehr wie eine 3- drin. Alaba würde ich eine 4 geben, es sei denn,
dass seine Spielweise von Flick gewollt ist, dann könnten wir ihm noch eine 3 geben. Kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen. Also, dass man als Innenverteidiger auf einmal am anderen 16er steht und da hinten nicht wirklich abgesichert ist. Ich meine, gut, wo der Haaland raus war, ja, vielleicht kam die Anweisung, ich weiß es nicht, aber dieses... Also ein Innenverteidiger sollte schon hinten sein, ja, sollte schon die Absicherung machen in meinen Augen. Wie gesagt, wenn es taktisch Vorgabe war, dann sorry an Alaba, ansonsten war es für mich aufgrund dieser Szenen und auch gerade am Anfang ist ja nicht in einen Zweikampf gekommen gegen den Haaland. Ich meine, hat doch keine Chance körperlich, das ist ja, was ich sage. Ja, der Alaba ist halt einfach kein Innenverteidiger. Alter, ich, ohne Scheiß, wenn der nach England oder so geht, der sieht kein Land einfach. Der sieht kein Land. Weil der Alaba ist halt auch kein Innenverteidiger, der in den Mann geht. Ja, das ist immer ein Innenverteidiger, der dem Stürmer erstmal den Ball annehmen lässt und dann mal gucken, auch am 16er im letzten Spiel, ach ja, wir gucken mal, wir halten mal so einen Fuß raus. Ja, du musst den Stürmer halt bearbeiten, du musst in den Zweikampf gehen, wo? Ganz klare Kiste, und das macht der Alaba halt einfach nicht. Und wenn er es macht, macht das nicht gut. Also von daher, das ist so, was ich anprangere. Deswegen ist er kein Innenverteidiger. Und 1000, zweite Halbzeit, gefühlt nicht ein Ball. Er hat dann versucht, das Spiel zu öffnen. Es waren alles Fehlpässe. Alles. Alles waren Fehlpässe. Selbst über 5 Meter raus auf den Davis. Fehlpass. Also, sorry. Mehr wie 4, definitiv nicht drin. Alfonso Davis, Note 3. War defensiv auch nicht so gut heute. Klar, gegen Dortmund musste eben ein paar Abstriche machen, hat trotzdem versucht, Offensivaktionen zu setzen. Hat hinten aber auch 2-3 Mal gewackelt, muss man auch fairerweise sagen. Allerdings, gerade wo die Dortmunder dann gepresst haben und so weiter, hat das auch gut gemacht mit dem Alaba. Hat der Alaba es auch gut gemacht, muss man auch mal sagen, ne? Da sind wir ruhig geblieben, sie haben auch vernünftig hinten rausgespielt, haben die Dortmunder laufen lassen, alles gut. Auch wenn der Druck hoch war von den Dortmundern, wenn die hoch gepresst haben, das haben wir wirklich gut gemacht. Boateng war für mich, ja, auch eine 4 max, ja. Eher schon Richtung 5, weil das Gegentor ganz klar seine Kappe. Also kannst den, wie ich gerade schon beim Alaba sagte, du musst als Innenverteidiger, wenn so ein Stürmer da ist, musst du in den Stürmer gehen, in den Zweikampf und ihn nicht 2 Meter Platz lassen. Das, im zweiten Tor war er halt auch nicht, stand da auch nicht gut. Ja, ansonsten hat man schon gesehen, er hat versucht dann so in der ersten Halbzeit seine Fehler auszubügeln mit seiner Spieleröffnung und sowas. Kann man ihm nichts vorwerfen, aber war irgendwie nicht sein Tag, würde ich sagen. Zweite Halbzeit war es dann ein bisschen besser, so von den Zweikämpfen, wo auch erste Halbzeit dann, ne? Nachdem er bis am Spiel war, war Boateng auch präsenter. Ist auch reingegangen in den Haaland, ja. So wie es sein muss. Ich meine, der Boateng ist ja auch kein Gnom. Hat er gut gemacht. Ja, von daher, sagen wir eine 3-, komm. Wenn wir beim Süle 3- gemacht haben, haben wir Boateng auch 3-. Müller war für mich ein Ausfall. Müller war für mich eine 4. Definitiv. Also ich habe von Müller heute nichts gesehen. Alles, was er versucht hat, ging in die Hose. Er hat für mich keinen fitten Eindruck gemacht. Er ist viel weniger gelaufen wie sonst, war viel weniger hinten, hat mehr den Arm gehoben und sich entschuldigt bei den Mitspielern wie alles andere. Weiß ich nicht, ob man dem Müller einen Gefallen getan hat. Ja, wenn man sagt, er ist wichtig, dann hätte sie ihn zur 60. rausnehmen können und Musiala bringen können. Oder meinetwegen auch ein Knabri, kann auch in der Mitte spielen. Also den Coman-Auswechslung habe ich nicht wirklich verstanden. Coman war zu der Zeit immer noch so einer der Aktiven da vorne, habe ich nicht verstanden. Denke, um Schonung muss man da auch nicht reden, also keine Ahnung. Ich hätte mir gewünscht, dass der Müller rausgegangen wäre. Müller war halt dann, umso länger das Spiel ging, umso schlechter war der Müller. Ja, hat man einfach gesehen, so die Kraft ist nicht da. Ich meine, gut, er hat Corona gehabt, war 2 Wochen nicht da und sowas. Ja, ist doch ganz normal. Also weiß ich nicht, ob man ihm da einen Gefallen getan hat, meine Meinung. Zum Glück ist es gut gegangen, ja. Goretzka mega stark, oder erstmal Sané würde ich eine 2 geben heute. Offensiv war es schwer, ja, waren immer 2 oder 3 Leute auf der Seite. Da konnte Süle auch relativ wenig unterstützen, weil Süle meistens nicht bis zur Grundlinie gegangen ist. Er ist 2-3 Mal hinterlaufen, aber selbst dann waren noch 2-3 Leute bei Sané. Hat trotzdem gute Akzente gesetzt, hat richtig viel geackert, richtig viel nach hinten, auch richtige Zweikämpfe geführt. Hat mir super gefallen. Von daher eine 2. Goretzka für mich auch eine 2. Goretzka war, wie gesagt, so erste Halbzeit nach den ersten 20 Minuten mega stark. Zweite Halbzeit da ein bisschen abgetaucht. Beziehungsweise hing da ein bisschen auch in der Luft, ja, weil die Dortmunder halt gut gepresst haben und dann
haben sich Goretzka und Kimmich ja ziemlich tief fallen lassen. Deswegen haben wir relativ wenig Offensivaktion gehabt in dieser Phase. Haben aber ja das geduldig gemacht, haben die Dortmunder da laufen lassen. In meinen Augen alles richtig gemacht. Und dann hat er natürlich noch das Tor gemacht. Ja, also von daher klare 2 für Leon. Koeman für mich auch eine klare 2, war auch bärenstark. Alles, hat den Elfer rausgeholt. Immer wenn er vorne rein ist, war es gefährlich, hat ein mega Tempo gehabt. Hat auch gut mit nach hinten gearbeitet, obwohl er da 2-3 Mal so ein bisschen noch hätte mehr anziehen können nach hinten. Ja, da war der Sané ein bisschen stärker. Aber beide sehr gut, haben es beide auch schwer gehabt. Auch Koeman hatte immer 2-3 Leute auf seiner Seite, die Dortmund haben immer gedoppelt. Von daher haben wir es gut gemacht. Kimmich war für mich auch eine 2. Also Kimmich und Goretzka waren richtig gut. Wie gesagt, ich nehme mal die ersten 20 Minuten da raus. Ja. Aber danach haben wir das Spiel im Griff gehabt. Und gerade zweite Halbzeit waren beide super präsent dann nach den ersten 20 Minuten. Und dann jetzt zum Ende hin halt auch wieder. Ja. Und da sieht man halt auch einfach, wie wichtig auch ein Goretzka ist, der halt einfach mit in den Strafraum geht und da einfach ja dann auch da ist, auch an der Strafraumgrenze und dann auch da Dinge machen kann. Ja. Und nicht wie der Alaba hier irgendwie Football spielt und das Ding jedes Mal in das dritte Stock wegschießt, wenn er dann mal ein Ball kommt. Ja, von daher denke die beiden, umso mehr sie zusammenspielen, umso besser werden sie noch werden. Levi mit 3 Hütten, ja, wir können nur eine Note 1 geben am Levi, ja. Und wir könnten Goretzka und Kimmich auch eine 1 geben, die waren, also, ne, war jetzt auch kein Unterschied zum Levi. Levi hat man heute mal wieder gemerkt, dass er wollte, ja. Es wäre ein besonderes Spiel gegen Dortmund. Da sind alle heiß. Er wollte unbedingt. Ja, gerade das dritte Tor war mega stark. War ungefähr so wie das erste vom Haaland. Da hat man nochmal seine ganze Klasse gesehen. Aber auch so, er hat wieder viel geackert, hat sich viel aufgerieben. Hat auch wieder gut auf die Knochen bekommen, hat es weggesteckt. Und hat sich trotzdem nicht die Lust nehmen lassen und war heiß. Ja, gibt es nichts weiter zu sagen. Gnabry, 24 Minuten ist schon ein bisschen an der Grenze zu beurteilen, aber er hat es gut gemacht. Ja. Er hat ist nicht großartig stehen geblieben. Einmal so ein bisschen hat er abgeschenkt, aber ansonsten hat er auch 2-3 Mal den Sprint nach hinten gemacht, war nach vorne, hat er versucht. War okay. Da habe ich diesmal nichts zu meckern. Schöne Grüße, Rico. Ich habe nichts zu meckern am Gnabry. Eine Note geben, dann würde mir eine 3 geben, kannst du schlecht bewerten, genau wie Martinez. Martinez hat es gut gemacht. Hat den Innenverteidiger gegeben, gar kein Problem für den Javi. Gerade weil die Dortmunder offensiv eh nicht irgendwie präsent waren. Ja, sie haben gepresst und so weiter, logisch. Hat er auch gut gemacht dann der Javi noch. Gar kein Thema für ihn. Erfahren genug. Und ja, ich meine, wenn der Boateng geht, also wegen mir kann man den Javi noch mal ein Jahr geben als Ersatz-Innenverteidiger. Warum nicht, wenn er möchte? Die anderen beiden brauchen wir nicht mehr beurteilen. Ich habe nicht ganz verstanden, warum Hernandez nicht gespielt hat. Ich hätte Hernandez gerne gesehen. Auch gerne für den Alaba. Ihr kennt meine Meinung da. Die werde ich auch nicht abändern. Weil er einfach der Robustere ist und weiß, wie man auch einen Zweikampf führt gegen Stürmer wie einen Haaland und sowas. Was der Alaba halt einfach nicht weiß. Ja, ansonsten in der Defensive hätte er wahrscheinlich auch ein bisschen besser gegengehalten. Als er Davis es getan hat, obwohl man fairerweise sagen muss, ich meine, die Dortmund hatten 4 Schüsse, davon 3 aufs Tor. Offensiv war bei Dortmund nicht wirklich viel. Und vielleicht ist er der Schlechtere unter Druck, das weiß ich nicht. Schwer zu beurteilen, hätte man dann heute gesehen, aber da hat der Davis es echt super gemacht, muss man sagen. Ja. Aber ich hätte Hernandez gerne in der Innenverteidigung gesehen. Ja, werde ich auch jedes Spiel so sagen. Warum der Flick wieder so spät gewechselt hat, kann ich euch nicht sagen. Verstehe ich nicht. Ich meine, gut, es war jetzt eine Woche Pause, also von daher sollten die Jungs auch irgendwie 90 Minuten durchspielen können, die auf dem Platz stehen. Das ist schon richtig, aber gerade so Müller ist schon extrem abgefallen, ja. Damit hätte ich schon gerne einen Wechsel gesehen in der 60. Ansonsten gab es nicht viel Grund zum Wechseln, ja. Da sind wir uns auch einig klar. Ein Alaba kannst du auf der Position meines Erachtens immer auswechseln, aber das ist ein anderes Thema für sich. War heute auch nicht so schlecht, abgesehen von seinen Aufbauspielversuche und seine Rumgeirre da teilweise. Aber gerade unter Druck war er halt auch sehr gut. Ja, haben wir es gut hinten rausgespielt. Ansonsten war es nur der Müller. Der hätte ich mir einen Wechsel gewünscht in der 60. Koeman habe ich nicht verstanden. Hätte ich gegen Koeman weitergesehen. Ich glaube, er hätte da auch noch mal ein bisschen was gemacht. Und ja, Choupo-Moting und Hernandez in der
91. für 2 Minuten auf dem Feld. Ja, brauchen wir nichts zu sagen. Oder? Hätten wir uns schenken können. Aber gut, ist halt wieder so. Nimm die Auflaufprämie mit oder die Siegprämie. Was weiß ich, Leute. Gut, ich schmeiß mal einen Blick auf die Tabelle. 2 Punkte vor Leipzig, dass Leipzig 3-0 gewonnen hat. In Freiburg hätte ich nicht gedacht. Ich habe einen Unentschieden getippt. Klar können die immer in Freiburg gewinnen. Aber so klar, ich denke, Leipzig wird ernstzunehmender Gegner bis zum letzten Spieltag bleiben. Wolfsburg und Frankfurt schwächeln aktuell. Ja, von daher sieht es für Dortmund nicht ganz so schlecht aus. Wie es hätte aussehen können. 4 Punkte halt, aber ja, ist ja uns am Ende des Tages egal. Bei Schalke sind die Lichter aus. Ich glaube, Bielefeld hat noch 2 Spiele weniger. Da werden die bestimmt mal 1 Punkt oder 2 oder vielleicht holen sogar 3er holen und dann hat Schalke 10 Punkte auf dem Relegationsplatz, ich denke. Der Zug ist abgefahren. Da hätte man schon gegen Mainz gewinnen müssen. Und ansonsten, die Gladbacher fallen gerade ins Niemandsland. Weiß ich auch nicht, ob man sich da so einen Gefallen tut auf Dortmund und Gladbach, dass man da jetzt den Trainerwechsel bekannt gegeben hat. Dass die Gladbacher an ihm festhalten jetzt bis zum bitteren Ende, ja, würde ich mir nicht leisten. Ich würde da lieber die Champions League mitnehmen. Aber auf dem Champions League Platz haben die schon 10 Punkte Rückstand. Ist die Frage, ob die überhaupt noch im Europacup kommen. Ich glaube nicht, dass sie die Kurve kriegen werden unter dem Trainer nochmal. Aber ist zum Glück auch nicht unser Problem. Auf der anderen Seite, der Terzic macht es ja jetzt anscheinend nicht so schlecht in Dortmund. I don't know. Wird dann auch interessant zu sehen sein nächste Saison. Wenn er auf einmal da den Co-Trainer gibt, keine Ahnung. Ist aber zum Glück auch nicht unser Problem, aber kann man ja mal kurz drüber reden. Nächste Spiele. Schauen wir mal. Können wir ja auch noch mal kurz einen Blick reinschmeißen. Lazio, beziehungsweise erstmal Bremen. Ja, ist einfach, wir sind jetzt in der Pflicht. Eigentlich ist das gar nicht so schlecht, dass wir nur 2 Punkte Vorsprung haben. Wir können uns kein Larifari mehr leisten. Alle Spieler sind fit. Es gibt keine wirklichen Ausreden mehr, ja. Von daher, Bremen muss ja einfach sagen, ist ein Pflichtsieg. Stuttgart ist ein Pflichtsieg. Lazio können wir uns, können wir ein bisschen Schonung einbauen. Das Hinspielergebnis, damit sind wir durch. Können wir also irgendwie die 1B-Mannschaft mal bringen, ja. Ein bisschen Spielpraxis, keine Ahnung. Sollte möglich sein, so dass wir Bremen und Stuttgart aus dem Vollen schöpfen können. Und dann ist Leipzig. Ja, das wird dann interessant werden, das Spiel. Und ja, es wird nicht gerade einfacher. Ne? Union dürfen wir nicht unterschätzen. Wolfsburg, Leverkusen, Gladbach. Wer weiß, wie es da weitergeht. Mainz, wo es noch gegen den Abstieg geht, ist aber eigentlich ein Pflichtsieg. Müssen wir nicht drüber reden. Freiburg haben wir uns immer schwer getan. Gegen Augsburg auch, aber wenn wir Meister werden wollen, sind das Pflichtsiege fertig. Ja. Das einzige heiße Spiel ist Leipzig, Wolfsburg, wo die gerade ein bisschen schwächeln, aber die, ich denke mir, werden sich auch wieder fangen. Und Leverkusen, ja. Schauen wir mal. Wird auf jeden Fall eine interessante Schlusssequenz, denke ich, in der Bundesliga. Und ist doch schön, wenn es ein bisschen spannend ist, wa? Und Champions League, ja, wie gesagt, nach dem 4-1 sollten wir da weiter sein, können da ein bisschen Kräfte schonen. Und dann schauen wir einfach mal. Levi heute 3 gemacht, Haaland 2. Ich habe ja schon aus dem Hinspiel gesagt, Haaland ist einfach eine Maschine. Ja. Ist halt von der Anlage her, ja, also ähnlich gut. So, hat schon ein bisschen was vom Levi. Ist noch ein bisschen größer, ein bisschen. Klar, ihm fehlen noch ein paar Sachen, die der Levi einfach schon hat. Ja. Ist einfach schon das, dem Alter geschuldet, der Erfahrung. Aber der Haaland ist schon echt eine Maschine. Also, muss man ganz klar sagen. Ohne den, ja, wird es in Dortmund auch nicht so rosig aussehen. Ja, vielleicht noch mal ein paar Worte zu Dortmund. Mich hat es ein bisschen gewundert, wie Dortmund aufgetreten ist, wenn ich ehrlich bin. Klar, das erste Ding war ein bisschen Glück auch, weil was heißt Glück? Weil da hat Köln hat er gut gemacht, der Haaland. Ja, aber muss der Boateng einfach verteidigen. Das hat natürlich in Dortmund eine Karten gespielt, aber wo wir dann gesehen haben, so ja, 2-0 und dann jetzt machen wir erstmal ruhig, jetzt kriegen wir erstmal das Spiel in den Griff. Da hat Dortmund einfach nichts entgegensetzen zu gehabt, ne? Die wurden einfach komplett in die eigene Hälfte gedrängt. Auch irgendwie Konter gab es gar nicht.
Es gab nicht einen gefährlichen Konter irgendwie von Dortmund. Es gab nicht eine gefährliche Torschance nach den zwei Toren. Also weiß ich nicht, ob das so das Ziel ist, mit dem man nach München fährt. I don't know, fand ich ein bisschen schwierig. Vor allem, weil sie gerade diese gute Form hatten. Und zweite Halbzeit dann mit diesem Pressing, was irgendwie ziellos war. Ja, klar, sie haben unseren Spielaufbau verhindert, haben ein bisschen für Entlastung gesorgt, weil sie nicht nur hinten drin standen. Aber man hatte ja nicht das Gefühl, dass es das Ziel war, das Pressing zu spielen, damit sie eine Torschance kreieren. Also man hatte ja die ganze Zeit das Gefühl so, ja, wir hindern einfach die Bayern daran, das Spiel aufzubauen. Ja, und das haben sie dann 30 Minuten lang erfolgreich gemacht, das muss man auch sagen. Ja, und dann war der Akku leer. Dann war der Akku leer und sie standen die letzte Viertelstunde, letzten 10 Minuten wieder hinten drin und waren stehen K.O. und dann ist das passiert, was passiert. Ja. Habe ich deswegen nicht ganz verstanden, aber Jude ist auch noch ein junger Trainer. Ich weiß es nicht. Wenn das so gewollt war vom Flick, hat er auf jeden Fall mal eine taktische Meisterleistung, ich nenne es jetzt noch Meisterleistung, gebracht. Ja, dass er gesagt hat, lass die mal kommen, 30 Minuten, macht ruhig, lasst sie laufen, alles ist schicki. Wir müssen nicht auf den Teufel komm raus unbedingt aufs 3-2 gehen. Wir haben dann noch 10 Minuten für die Stunde Zeit, um es dann zu tun, was wir dann noch getan haben. Und von daher bin ich mit dem Spiel rundum zufrieden. Ja, nach den ersten 20 Minuten war ich schon echt echt sauer irgendwo, weil es halt einfach zwei individuelle Fehler waren. So schlecht waren wir jetzt als Mannschaft auch nicht. Ja. Aber das eine Ding, die Süle da, das zweite lässt sich da einfach überlaufen. Da muss er einfach mitgehen. Ja. Und Boateng, er weiß es besser. Da muss ich gar nichts sagen. Ja, er hat einfach einen schlechten Tag heute gehabt. Muss man. Sind halt alles Menschen, oh, die haben halt einfach mal schlechte Tage, das gehört halt einfach dazu. Und am Ende 4-2 verdient, Meisterschaftsrennen ist spannend, das ist die Hauptsache und von daher, rot-weiße Grüße gehen raus, bleibt gesund, habt eine schöne Woche. Wir hören uns erst am Wochenende wieder. Ja, ist doch easy, haben eine ganze Woche, können wir noch ein bisschen Ecken trainieren, war ja heute wieder nichts. Zum Spiel in Bremen, Leute. Haut rein. Tschüssi.